Hi zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Clash of Clans Let's Play. Ja, heute behandeln wir mal so ein paar verschiedene Themen und ich werde mal schauen, wie ich das am besten gebacken kriege. Wahrscheinlich werde ich ein paar kleine Videos aneinander rein, so ein bisschen zusammenschneiden und gucken, was ich da für euch so zusammen bekomme. Bitte nicht wundern, wenn die Übergänge teilweise ein bisschen komisch sind, aber ich möchte euch heute einfach mal einige Farmangriffe zeigen. Denn ich habe jetzt beschlossen, okay, ich gehe doch mal wieder ein bisschen höher und werde so Richtung Meisterliga gehen, damit man dort auch mal ein bisschen Bonus kriegt, wenn man jetzt mal nicht mit Standard-Bart farmt, sondern ich nehme jetzt mal ein paar Riesen mit, ein paar mehr Heilzauber, wie man hier sieht, und ich will mal versuchen, so ein paar Tipps und Tricks mit Riesen zu zeigen und wie man da gut an die Lager im Innenraum kommt. Normal mit Standard-Barge ist das im Normalfall nicht möglich. Da sollte man sich immer vorher überlegen, welche Truppen man mitnimmt und welche Dörfer man angreift. Mit Barge würde ich jetzt nur versuchen, außenrum die Minen zu cleanen und so die 50% zu holen. Bei manchen Dörfern, also wenn man jetzt Level 6er Bogis und Level 6er Barbaren hat, da kann man natürlich auch so Rathaus 8er Dörfer zum Beispiel mit schwachen Mauern überrennen. Also das geht dann auch mal zu 100%. Ja, aber eine ganz wichtige Sache ist, die Helden, die sollte man immer mit dabei haben. Man sieht jetzt gerade, mein König ist noch am Schlafen, meine Queen auch. Und ja, im letzten Video war die Queen noch am Bauen, jetzt ist die Queen wieder frei. Ich habe beschlossen, ich will die extra für euch hier freikaufen, damit man mal solche Videos machen kann. Weil das ansonsten auch sehr lange dauern würde hier. Dass die Queen da wieder fertig gebastelt hat, das dauert ja eine halbe Ewigkeit. So, von daher zeige ich mal euch mal als nächstes, was ich hier so fabriziert habe. Ja, hier sieht man noch einen Standard-Farmangriff mit Barge, mal so zum Vergleich. Da hatten wir so ein schönes Dorf, das hatte außen relativ viele Rohstoffe und auch viel Dunkles. Da habe ich gedacht, ja komm, das nehme ich mit, ist ein Rathaus 10er, da bekomme ich ganz gut Rohstoffe. Und wenn ihr solche Dörfer angreift, macht es, so wie ich schon mal beschrieben hatte, immer Barbaren und Bogenschützen hintereinander setzen. Bis jetzt hat sich das bei mir ganz gut bewährt und ich glaube, dass ihr damit auch ziemlich gut farmen könnt, ziemlich gut Pokale sammeln könnt, bis zu einer gewissen Größe. Also müsst ihr gucken, was für Bogenschützen ihr habt. Da sollte man immer so ein bisschen darauf achten, welches Level die haben. Aber mit 6er Bogenschützen und 6er Barbaren ist das kein Problem, so eine Rathaus 10er Base hier außenrum anzugreifen. Da relativ viele Rohstoffe einzusacken, da kommt nochmal so viel Dunkles bei rum. Jetzt sieht man hier oben rechts schon, ich habe da schon 1000 Dunkles abgesahnt. Und ich habe noch meinen König hier unten mitgesetzt, damit ich da vielleicht noch ein paar Gebäude mit einsammel. War mit den Klamok-Truppen und einem Wut und einem Heilzauber, das war ein bisschen überflüssig, die zu setzen, aber ja, das sieht man natürlich dann auch immer erst wieder im Nachhinein, hätte man da nicht unbedingt müssen. Schauen wir uns das Ganze mal so an. So, und habe ich dann vorzeitig beendet, damit der König nicht ganz so weit stirbt. Ja, so kriegt man wieder mal ein paar Rohstoffe zusammen mit dem schönen Bonus von 35.000, der sich ja je höher man kommt in der Liga, auch nochmal vergrößern wird. So, jetzt geht's los mit unseren schönen Riesen. Hier hatte ich 10 Riesen mit dabei und einen Heilzauber gesetzt. Ich hatte wieder so ein Dorf gefunden, obwohl ich Riesen mit dabei hatte. Da habe ich mich zuerst geärgert und gedacht, ja Mist, jetzt kann ich hier nicht so schön batschen. Das wäre ja die einfachste Methode. Also habe ich so gemacht, ich habe mehr Bogenschützen als Barbaren auf jeden Fall produziert. Und dann anstelle von Barbaren Riesen. Habe dann die Riesen vorne weggesetzt, damit die den Schaden tanken. Die Bogenschützen dahinter. Und wie man sieht, funktioniert das hier auch sehr gut. Hier oben auch ein Riese, Bogenschützen dahinter. Und schon können die Bogenschützen in Ruhe hinter dem Riesen aufräumen. Und wenn da zu viele Verteidigungsanlagen sind, beziehungsweise jetzt werden hier meine Bogenschützen gegrillt, dann sollte man dann auch einen Riesen hinterher setzen oder vielleicht auch zwei. Ja, auf jeden Fall immer in der Reihenfolge Riese, Bogenschützen. So, und jetzt habe ich hier noch gesehen, okay, da ist noch ganz viel Elixier drin, das hätte ich wohl gerne. Hab das oben, da oben auch gesehen, hatte aber gar keine Bogenschützen mehr übrig, das ist dann immer schade, die Barbaren haben mir da eigentlich nicht mehr viel genutzt. Also wahrscheinlich lohnt es sich schon ganz wenig Barbaren nur mitzunehmen. Ich schätze mal so um die 40 Stück maximal. Dann 12 bis 14 Riesen. Ein paar Mauerbrecher würde ich ruhig mit einpacken. Wenn man sie nicht braucht, ist das nicht so wild. Und der gesamte Rest dann Bogenschützen. So dass man dann so um die 130, 140 Bogenschützen hat. Und ja, damit kommt man dann schon ganz gut zurecht.
Und je nachdem, was für ein Rathaus ihr seid, könnt ihr dann 12 Riesen machen und vielleicht nur 30 Barbaren und dann mehr Bogenschützen. Also ich würde schon so in dem Verhältnis Bogenschützen, Barbaren. Also ihr solltet ungefähr viermal so viele Bogenschützen haben wie Barbaren. Das ist, glaube ich, ziemlich gut. So. Und der letzte Angriff, den ich jetzt zeige im Bunde, habe ich hier mit Wut, Heilzauber, Sprungzauber mal eine Base angegriffen, wo ich gesehen habe, boah, da sind ganz gut Rohstoffe drin und auch ziemlich viel Dunkles, gerade draußen. Okay, das war nicht so wild. Da habe ich beschlossen, okay, mit Riesen, wenn man in die Mitte vordringen möchte, hier ins Zentrum möchte ich ja hin. Ich möchte ja gerne das ganze Dunkle hier bekommen und auch noch so ein paar Lager hier mit einsammeln, mal sehen, was da so geht. Da muss man sich überlegen, von einer Seite anzugreifen. Denn sonst teilt sich das auf. Also habe ich mir überlegt, gehe ich in die obere Seite, mit zwei Fingern direkt alle Riesen gesetzt. Die Mauerbrecher dahinter, sieht man jetzt hier oben schön, springen die Mauer frei, die anderen Mauerbrecher springen die Mauer da unten frei. Riesen kommen da gut rein. Jetzt wäre es praktisch gewesen, nochmal einen Mauerbrecher hier oben zu haben, damit die hier in der Mitte was freispringen. Stattdessen habe ich jetzt einen Heilzauber gesetzt. Hat mich ein bisschen geärgert, dass da so viele tolle Klarburg-Truppen rauskommen. Die haben meine Riesen dann zerstört, aber trotz dessen, mit König und Königin kann man da noch relativ weit vordringen. Also wenn da keine Klarenburg-Truppen drin gewesen wären, wäre das alles halb so schlimm gewesen. Generell würde ich euch empfehlen, wenn ihr mit Riesen angreift, guckt einmal in die Klarenburg, lockt einmal Klarenburg-Truppen raus, zerstört die mit ein paar Barbaren und Bogenschützen und dann sieht das Ganze noch viel, viel besser aus als in dem Fall hier. Aber wie ihr seht, habe ich schön das Dunkle abgesahnt, 2000 Dunkles mal eben mit reingeheimst. Sehr nett. Bin hier außen noch an das Lager ein bisschen rangekommen. Die Queen hat hier links noch ein bisschen was gemacht. Hat danach noch das Goldlager zerstört. Ja, und damit bin ich mit ganz gut Gold und vor allem dunklem Elixier weggekommen. Hab dann auch beendet, weil meine Queen ja nicht so weit sterben soll. Ja, und weitere Videos werde ich direkt im Anschluss zeigen. Und von daher, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und jetzt geht's direkt weiter mit dem nächsten Angriffsstock. Da habe ich nämlich zwei sehr, sehr schöne. Zum einen dieser wunderbare Angriff hier mit über 360.000 von jedem zusammen, über 700.000 Dupes zusammen mit ein bisschen Bonus und 1200 Dunklem. Hier sieht man, der hat seine Lager sehr, sehr schön draußen. Auch sowas findet man auf dem Weg nach oben. Also probiert es euch mal aus, ein bisschen höher mit in Kristall zu gehen. Ich habe jetzt immer 14 Riesen mitgenommen und wirklich 30 30 Barbaren mit dabei und der Rest ist einfach. Sind Bogenschützenmassen, die setze ich hinter die Riesen und die clean wunderbar, wenn er nicht gerade ein Magierturm ist. Und da brauchte ich bei dieser Base natürlich noch nichts Großes. Ich wollte aber wohl gerne noch das Rathaus kriegen, deswegen habe ich mir gedacht, ja okay, setze da jetzt noch die Riesen hinterher, setze die Queen gleich hinterher und dann holst du dir mal, was da läuft. Ja, wirklich sehr, sehr geil. Und ja, da habe ich mich natürlich riesig gefreut über diesen geilen Gegner und jo. Ich kann euch nur sagen, in Kristall, da findet ihr solche Sahnegegner teilweise und das natürlich Rathaus 10, da braucht man gar nicht runtergehen irgendwie in Silber oder sowas, sondern da kann man schön in Kristall hochgehen und da noch den Bonus machen und hat dazu noch das schöne Abzeichen, das sieht doch einfach gut aus und ja, macht doch ein bisschen was her und ja. Hier sieht man mit der Queen, die holt ja jetzt gleich noch wunderbar das Rathaus. Einmal gefaced, schwupps, macht die da mit ihrer Angriffshalbe das Rathaus schon fast im Alleingang kaputt. Ja. Und da ist es dann auch gefallen. Und das war für mich der Startschuss. Alles klar, ist vorbei. 13 Pokale reicht mir völlig. Ich möchte ein bisschen hochgehen. Naja, und eins der wichtigsten Dinge, wenn man hochgehen möchte, ist, man sollte sich eine Poké-Base bauen. In dem Fall ist das hier einfach meine Hybrid-Base. Das ist also meine Farming-Base. Quatsch, meine. doch meine Farming-Base, wo dann das Rathaus draußen steht. Nur steht es in diesem Fall jetzt drin. Und dafür sind die Testers hier draußen, da ist einer da oben. Und diese Base, die beweist sich doch als sehr, sehr gut, denn mit der war ich auch schon ein Champion. Und obwohl ich zwei Luftabwehr hier habe, habe ich direkt, nachdem ich offline gegangen bin, vor 27 Minuten, sieht man hier sehr schön, direkt die erste Verteidigung gewonnen. Und das Ganze sieht dann so aus, die Gegner probieren irgendwie, die Angreifer probieren irgendwie mit Lava-Lunien hier reinzugehen. Ein Lava-Hund, der ist natürlich direkt kaputt gegangen wegen der Luftlinie da oben. Der hat natürlich nicht viel ausgehalten und dann, ja, fliegen da die Ballonmassen rein, aber alle von einer Ecke, alle auf einen Haufen. Ja, Inferno-Turm brutzelt schon die Hälfte runter, die Hälfte der Leichter kommt schon weg und der ist der Inferno-Turm. Die Testers machen mit, die Testers machen da links was und der König
probiert so ein bisschen die Einheiten abzulenken. Ja, und da fliegt hier alles Richtung Boden, auch gerade weil ich hier noch Magier in der Planburg hatte. Auch sehr, sehr wichtig. Ihr solltet immer Planburg-Truppen dabei haben. Und auch in der Planburg haben, wenn ihr offline geht, damit ihr euer Dorf verteidigen. Ja, und dann passiert das, dass man so einen Angriff ganz schnell hier als Verteidigung bekommt und die nächsten 26 Pokale. Also das ist die schnellste Option, um hochzugehen, ist gar nicht unbedingt anzugreifen, sondern sich eine gute Base bauen, die wo relativ viele Rohstoffe da haben, sodass die Leute auch denken, boah, ey, so viele Rohstoffe, die will ich unbedingt haben. Und dann rennen die auf diese Base drauf und merken dann plötzlich in der Mitte, oh scheiße, da bekomme ich überhaupt gar keine Pokale. Und ziehen dann aber mit ihren 200.000 Rohstoffen von dann und sind völlig zufrieden. Also ich bastel hier mal direkt die nächsten Einheiten. Eigentlich ganz, ganz simpel. Hier müssen von jedem 30 rein und 15. So. Hier 30. Also das habe ich schon mal ein bisschen ausgetestet. Und 15. Und dann noch hier von jedem 40. Ich glaube, das ist auch nicht so viel. Kann man das dann noch sehen? Doch, 480 da genau. Also das heißt, 240 Truppen, genauso passt das. Ja, und ich wollte euch jetzt gerne noch einen Angriff zeigen. Und zwar von unserem lieben André, alias Boss hier. Der hat einen sehr schönen Farmangriff hingelegt auf ein relativ starkes Rathaus Zehndorf. Zusammen mit 21 Riesen und 32 Magiern. Hat da seine 35er Queen noch mit dabei und 5 Blitzzauber, die er aber nicht braucht. Setzt hier eine ganze Reihe Riesen und man sieht auch sehr schön, dass er hier von dieser Seite hier attackiert und nicht irgendwo von woanders, sondern ganz einfach eine Seite aussuchen, von der Seite reingehen und dann als erstes die Tanks setzen, dahinter die Magier als Schadensquelle und ja, da sieht man hier, wie schnell die Gebäude dazu breitverarbeitet werden. Hat noch nicht mal Mauerbrecher dabei, die Riesen sind einfach so durch die Mauer geplatzt. Und diese 35er Queen zusammen mit den Magiern dahinter macht alles zu Kleinholz, was sich hier in den Weg stellt. Gut Rohstoffe eingeheimst, hat er da. Und erstmal schön sich da 3000 Dunkles abgesahnt, das war wahrscheinlich auch sein Ziel. Hat dann hier noch das Rathaus gekillt. Und nachdem das Rathaus dann platt war, hat er nochmal kurz geschaut. Okay, ist es das wert? Kann ich noch irgendwo was bekommen? Okay, überall sind nur Death-Truppen, meine Queen wird angegriffen. Ich face hier noch eben, hat noch sich das ganze Gold geholt und damit mega geile 300.000 fast von jedem und 3000 Dunkles geholt. Super geile Idee zum Farmen, also 21 Riesen, ungefähr 30 Magier und vielleicht noch ein bisschen was, um die Klamburg rauszulocken. Und dann einfach mal auf Richtung Meisterliga und dann haut er da alles zu Kleinholz. Alles klar, bis gleich. Ja, nun gibt es hier noch die letzten Wiederholungen. Zunächst möchte ich euch einmal hier noch einen sehr schönen Loot-Angriff zeigen. Man sieht hier mit 15 Riesen, zwei Heilzaubern, einem Wutzauber, König und Königin. Und es geht ja für mich momentan auch wieder etwas höher, Richtung Meisterliga möchte ich erstmal gehen, um ein bisschen mehr Bonus zu bekommen. Und auf dem Weg dahin nehme ich mal so alles mit, was mir so in die Quere kommt. Und hier hatte ich ein sehr schönes Dorf mit 2000 Dunklen, habe ich gedacht. Ja, da fahre ich auch erstmal außen die Minen ab. Also wieder die Riesen gesetzt und dann die Bogenschützen dahinter. Jo, das klappt richtig gut. Also ich bin überrascht, dass das relativ gut funktioniert und dass die Bogenschützen die gut dahinter aufräumen. Mal sehen. Und dann habe ich hier unten jetzt noch eine Reihe Riesen gesetzt. Bogenschützen dahinter. König und Königin kommen da gleich noch mit dazu. Mauerbrecher waren jetzt in diesem Fall sehr, sehr hilfreich. Also ich habe jetzt 6 Mauerbrecher mitgenommen. Dann hier noch einen Heilzauber gesetzt. Da sind meine Mauerbrecher leider zu der Mauer hingelaufen und nicht zur inneren. Ja, und König und Königin kommen hier noch schön hinterher rein. Und holen sich dann noch schön die inneren Rohstoffe. Das Dunkle war vor allem noch mein Ziel. Momentan möchte ich wieder ein bisschen Dunkles zusammenkriegen, damit ich dann nochmal wieder Helden leveln kann. Das ist immer gut. Oder damit dann mal ein paar Schweineangriffe kommen, weil wenn man schön viel Dunkles hat, dann kann man auch ruhig mal wieder was verbraten. Und mit Schweineangriffen kann man so Bases auch mal richtig schön 3 Sterne besiegen. Und dazu gibt es dann auch nochmal im nächsten Video oder in eines der kommenden Videos gibt es auf jeden Fall davon was. Im nächsten wahrscheinlich noch nicht. Ja, und jetzt haben wir hier noch ein paar Wiederholungen.
Diese zwei hier wollte ich wohl einmal zeigen. Einmal eine sehr schöne Verteidigung. Da sieht man, wie man nicht angreifen sollte. Hier wurde unser lieber Aretex angegriffen. Und ja, das ist ein Rathaus 8 drauf und der wurde von 4er Barbaren und 4er Bogenschützen und 4er Siegen angegriffen, zusammen mit zwei Wutzaubern. Er hatte richtig schön viele Klarenburg-Truppen da drin. Und jetzt sieht man, was passiert, wenn man da mit den Riesen so vorschreien geht, die Klarenburg-Truppen nicht gut rauslockt und ja, dann die ganzen Goblins. Oh mein Gott, ich verstehe das mit den Goblins einfach nicht. Die holen dir dann ein Lager und wenn du Pech hast, ist danach dann auch schon vorbei. Da muss nur ein Magierturm verwenden, da sind sie direkt schon gestorben. Sieht man schon. Bums, alle Kobolde weg. Also ich sag euch, Leute, wenn ihr die Kobolde nicht zum Clean von den äußeren Gebäuden nehmen wollt, dann lasst die um Gottes Willen weg. Die. Ihr könnt besser bei Bahn- und Bogenschützen nehmen. Die verbrauchen auch einen Platz, also diese Kobolde, das ist, sollte man nicht machen. Ja. Und so hat er sich manchmal hier unten auf das Kraus gestürzt und hat dann dementsprechend seine ganzen Truppen in den Tod geschickt und Aretex hat richtig schön verteidigt und ja, ein paar Rohstoffe hat er geholt, aber naja, das steht in keinem Verhältnis, also so ein paar Rohstoffe da für 7 Riesen und so weiter, das, man sollte schon ein bisschen darauf achten, wie man angreift und ich hoffe, dass ihr das hier auf dem Channel auch lernt, so ein bisschen mit was abzuschauen oder ein bisschen was davon mitnehmt für eure Angriffe. Ja, und da zeige ich dann gleich noch einmal einen Angriff. Und zwar ist das hier ein Angriff, der auf Pokale geht und von unserem lieben Dia. Der hat hier Govi P gemacht mit 3 Golems, 2 Packers und wollte tatsächlich die Klarenburg-Truppen oben rauslocken, hat er auch gemacht. Die ist richtig schön außen, da kann man gut mal dran. Ich spule das mal vor. Okay, da hat er direkt einen Angriff gelauncht. Der hat 2 Golems gesetzt. 2 Packers in der Mitte, Magier dahinter, Mauerbrecher dahinter, Königin davor noch gesetzt. Da sind noch ein paar Riesen, aber das ist kein Problem. Die können die Magier in Ruhe cleanen und die Packers. So. Jetzt spalten die sich hier nach links und rechts auf. Er hat keinen Sprungzauber mit dabei. Das heißt, die werden da auch erstmal weiter außen rumlaufen. Und dann liegt es wirklich daran, was macht die Queen? Läuft die rein? Oh, er hat hier noch eine Klarenburg mit einem Drachen, sehe ich gerade. Das ist natürlich unerwartet. So ein schöner Level 4er Drache. Ja, der fliegt da jetzt erstmal schön in die Mitte und holt ihm dann noch das Ganze. Der wird wahrscheinlich auch den gesamten X-Boden hängen und wird ihm sogar noch das Rathaus bescheren. Ich spule das einmal vor, da laufen die Golems jetzt mit rein. Queen läuft noch mit rein, also er hat hier die Außengebäude noch gut gecleant gehabt. Upsala. Und da warst du noch schon vorbei. Hat das Rathaus geholt und direkt nach dem Rathaus auch aufgegeben, weil er wollte Quatsch beendet. Er wollte nämlich nicht, dass seine Königin so viel Leben verliert und ihm haben die 2 Sterne auf jeden Fall gereicht. Jo. Oh, hier noch eine Verteidigung. Ist gerade reingekommen. Die nehmen wir auch nochmal kurz mit. Und zwar wurde da unser Brumianer angegriffen. Jo. Mit Barbaren, Bogenschützen, wieder 50 Kobolden und 10 Mauerbrechern und einem 25er Helden. Also der wollte wohl an die inneren Gebäude gehen. Also wenn ich euch eins sagen kann, dann mit Barge lasst es bleiben. Probiert nicht bei Rathaus 9er Dörfern mit X-Bögen an und solchen starken Magiertürmen an die inneren Rohstoffe zu kommen. Das klappt nicht, weil die Magiertürme, die zerschrotten alles. Und wenn da dann noch Klarenburg-Truppen kommen, so wie hier, dann hast du eigentlich verloren. Dann sind deine ganzen Truppen schon platt. Hier sieht man schön, die Magier machen so viel platt. Währenddessen kann der X-Bogen da frohen Mund das alles kaputt schießen. Dann setzt er jetzt da sogar noch ein und bekommt ja, ja gut, er bekommt da jetzt dieses ein bisschen was da von dem Lager, ne? Er wird da wahrscheinlich noch gleich seine Kobolde her schicken, setzt da den zweiten Zauber, da kommen die ganzen Kobolde. Jetzt guckt euch das an, guckt euch das an. Die ganzen, er hat schon die Hälfte der Kobolde gesetzt. Und die fliegen da rein, werden direkt vom Magierturm geröstet. Die sind direkt kaputt, tot. Jetzt sprengt er dann noch links auf, weil er gerne das linke Lager noch haben möchte. Ist ja keine schlechte Idee. Aber jetzt wieder, Koboldmassen. Und schwupps, 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 alle Kobolde kaputt, haben das eine Lager geholt, aber das ist definitiv nicht wert. Da bekommt man keine 50% zustande und wenn das Rathaus hier nicht draußen gestanden hätte, dann hätte er richtig schön kläglich versagt, der Angreifer. Also, keine gute Taktik, um wirklich Rohstoffe zu farmen, wie ihr hier seht, da kann man besser die AFK-Gegner nehmen. Ja, dann war's das erstmal wieder für heute. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr mir einen kleinen Like da lasst. Ja, und wenn ihr noch gerne irgendwas im Video mit drin haben wollt oder irgendwas genauer erklärt, dann schreibt es einfach in die Kommentare.
Und ja, wenn euch das alles gut gefällt, dann lasst auch gerne ein Abo da. Und es werden in Zukunft noch einige Videos kommen. Ja, und bis dahin danke ich euch nochmal und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Clash of Clans.